Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von KD Fliesentechnik, der Stadt Salzkotten, dem Schuhhaus Zehanschuk, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten, dem Einrichtungshaus Niggemeier und Energy. Feuer bei der Firma Schaub im Gewerbegebiet im Bergler. Dichter Rauch dringt aus dem Gebäude. Eine Person wird noch vermisst. Großeinsatz für die Salzkottener Feuerwehr. Sofort stürmen die Rettungskräfte los. Jetzt zählt jede Minute. Schon nach wenigen Minuten sind die Feuerwehrleute am Einsatzort. Doch, stopp! Irgendetwas stimmt hier nicht. Bei den Feuerwehrmännern und Frauen handelt es sich nicht um gestandene Feuerwehrleute. Vielmehr hat heute die Jugend das Ruder bzw. den Schlauch in der Hand. Das ganze Szenario ist eine groß angelegte Übung der Freiwilligen Jugendfeuerwehr Salzkotten. Aus dem gesamten Stadtgebiet treffen sich an diesem Wochenende die Aktiven zwischen 10 und 17 Jahren. 24 Stunden lang können sie alles trainieren, was sie sich theoretisch in den letzten Monaten angeeignet haben. So ein harter 24-Stunden-Einsatz findet für die Nachwuchsfeuerwehrleute alle 2 bis 3 Jahre statt. Und wie bei den Großen läuft ohne Koordination natürlich gar nichts. Während der eine Trupp die Straße absperrt, informieren sich die anderen beim Besitzer der Halle über den Vorfall. Sebastian Schaub ist total aufgeregt. Einer seiner Mitarbeiter ist noch in der Halle verschwunden. Genau wie bei einem richtigen Einsatz heißt es nun, für die jungen Feuerwehrmänner besonnen zu reagieren. Die Wasserschläuche werden ausgerollt, Wassermarsch, der Löschvorgang beginnt und gleichzeitig auch die Rettung des eingeschlossenen Mitarbeiters. Kurze Zeit später können dann alle aufatmen. Die vermisste Person wird gefunden und kann aus der Flammenhölle befreit werden. Derweil laufen die Löscharbeiten weiter und da darf die große Feuerwehrleiter natürlich nicht fehlen. Also Ende gut, alles gut. Der stellvertretende Jugendfeuerwehrwart Rainer Strake scheint zumindest zufrieden zu sein mit der Leistung seiner jungen Truppe. Nee, es hat schon ganz gut funktioniert. Man sieht, dass die Ausbildung bei den Jugendlichen auch ganz gut fruchtet. Sie sind hier halt eben aufgeteilt in verschiedenen Gruppen. Die Gruppen haben ihre Einheitsführer dort. Diese Einheitsführer werden auch von Jugendlichen gestellt. Bevor auch irgendwas schiefläuft, ja, sind halt eben noch Betreuer dabei, aber die mussten eigentlich wenig bis gar nicht eingreifen. Es ist schön zu sehen, wie engagiert die jungen Feuerwehrkräfte bei der Sache sind. Schon in ein paar Jahren werden sie die aktive Gruppe der Erwachsenenfeuerwehr unterstützen. Wer jetzt darauf brennt, bei der Feuerwehr mitzumachen, ist jederzeit willkommen. Neue Mitglieder sind immer gefragt. Natürlich kann man immer Nachwuchs gebrauchen, weil das ist ja auch unsere Zukunft. Das ist ja auch die Zukunft der Feuerwehr und auch dementsprechend der Brandschutz auch für die Zukunft. Schön, wenn sich die Menschen dafür begeistern können, anderen Menschen in Notsituationen zu helfen. So wie sie es täglich tun, die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Salzkotten. Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Volksbank Brilumbüren Salzkotten, der Kaffeerösterei Benzlips, der Firma MIG, der Bäckerei Lange, der Firma Moltec, von Rewe und der Stadt Geseke.